Hallo und herzlich willkommen auf lehrerelter.de. Wir wollen uns nun anschauen, wie wir die Funktion f von x gleich 1 durch x mit Hilfe der h-Methode allgemein ableiten können. Die h-Methode geht ja folgendermaßen, dass man die Ableitung f' von x bilden kann als den Limes, also den Grenzwert für h gegen 0, von f von x plus h minus f von x geteilt durch h. Diese Formel müsst ihr auswendig können, wenn ihr die h-Methode benutzen wollt. Nun, jetzt setzen wir f und x ein. F von x plus h, das heißt, ich muss jetzt hier statt x, x plus h schreiben. Das heißt, hier oben steht, statt f von x plus h, 1 durch x plus h. Minus f von x, und f von x können wir direkt hier oben abschreiben, 1 durch x. Geteilt durch h, h bleibt h. Nun hier oben, da haben wir zwei Brüche stehen. Wie können wir das vereinfachen? Da können wir natürlich einen Hauptnenner bilden. X plus h und x. Nun, das Einfachste wäre hier einfach x mal x plus h als Hauptnenner zu nehmen. Das heißt, wir müssen hier erweitern mit hier mit x, damit ich x mal x plus h habe. X mal x plus h. Was fehlt dazu? Ja, hier fehlt einfach ein x. Das heißt, ich muss hier oben x schreiben. Minus hier auch wieder x mal x plus h. Und hier fehlt das x plus h, also schreibe ich mir minus x plus h. Unten bleibt h. Da kommt natürlich noch der Limes hin, den man oft vergisst. Okay, dann fassen wir das zusammen. Oben x mal x plus h. Und dann hier x minus Klammer x plus h geteilt durch h. Nun, solche Doppelbrüche sind relativ hässlich und da können wir ein bisschen was vereinfachen. Wenn wir einfach dieses durch h einfach als mal 1 durch h schreiben. Das heißt, ich schreibe hier x minus x plus h geteilt durch x mal x plus h mal 1 durch h. Was genau das gleiche ist wie hier. Jetzt können wir weiter vereinfachen. Hier oben x minus x plus h, da löse ich die Klammer auf, da steht also da x minus h geteilt durch x mal x plus h mal 1 durch h. Das entspricht, nehmen wir es, x minus x fällt oben weg, das heißt oben steht nur noch minus h geteilt durch x mal x plus h mal 1 durch h. Hier sieht man, das h kürzt sich raus. Oben bleibt also nur minus 1 stehen und unten x mal x plus h. Das heißt, dass der Limes h gegen 0 minus 1 geteilt durch x mal x plus h. Und jetzt können wir den Limes bilden, ohne dass wir Probleme kriegen. Weil das h ist oben eliminiert. Das heißt, wenn ich jetzt h gegen 0 gehen lasse, das hier gegen 0 gehen lasse, bleibt hier nur unten x mal x übrig. Das heißt, hier steht oben steht minus 1 und unten x mal x. Können wir noch ein bisschen schöner schreiben als minus 1 durch x². So, nun wissen wir also, dass die Ableitung von 1 durch x gerade minus 1 durch x² ist. Danke.